Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das OnePlus 8T Aquamarine Green. Wenn du noch unsicher bist, ob dieses Smartphone für dich eine gute Wahl ist oder nicht, dann möchte ich dir mit diesem Video gerne noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, die dir hoffentlich bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen. Das Amazon-Angebot zum Smartphone werde ich dir unten in der Videobeschreibung verlinken. In der Tat hat kaum ein technisches Gerät das Leben der Menschheit so sehr verändert wie das Smartphone. Warum ist das eigentlich so? Die Antwort ist recht einfach. Mit so einem Gerät kannst du eben unglaublich viel erledigen, alles kombiniert in einem kleinen handlichen Gerät. Hier aus dem Hause OnePlus finde ich das Design schon interessant, die Farbe. Also ist natürlich Geschmacksfrage, ob man jetzt sagt, findet man schön oder nicht, aber irgendwie finde ich diesen Farbton ganz interessant, muss ich sagen, aber ja klar. Wie bereits gesagt, ist auch eine Geschmacksfrage. Im Hinblick zur Ausstattung würde ich sagen, dass es insgesamt betrachtet ein faires Angebot für ein modernes Smartphone ist. Aber ganz klar, das ist auch meine Einschätzung. Ob es für dich das richtige Smartphone ist oder nicht, das kannst du natürlich alleine entscheiden. Es gibt einige Smartphones auf dem Markt. Also schau einfach mal in Ruhe und Frieden, welches am besten zu deinen Vorstellungen passt. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften zum OnePlus 8T Aquamarine Green auch noch genauer anschauen. 4500 mAh Akku finde ich schon ordentlich. Läuft reibungslos mit einem 120 Hz Fluid Display, das Spielen, Swipen und Scrollen so flüssig macht. Das ist natürlich auch wichtig, wie ich finde. Lebendige Farben, das ist auch schön. Und ja, in Sachen Kamera wird hier auch einiges geboten, muss ich sagen, was jetzt vor allem auch hier die Megapixelzahlen anbetreffen. Finde ich durchaus interessant. So, was haben wir hier noch? 8 GB RAM plus 128 GB interner Speicher. Ich finde, das ist schon ordentlich klar. Ist jetzt die Frage, wie viel Speicher man braucht. Das ist ein sehr individuelles Thema, ganz klar. Aber ich finde, in Relation zum Preis ist das schon ordentlich. Und ja, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon anschauen, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot für ein modernes Smartphone bezeichnen. Auch das optische Design finde ich hier interessant. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass ich dir mit meinem Video bei deiner Kaufentscheidung weiterhelfen konnte. Das Amazon-Angebot zum Smartphone verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.